Ich habe meinen Tacho mal wieder zu spät resettet. Mist. Naja, kann ich 1,5 Kilometer später drauf rechnen. Gut ist, ich fahre derzeit durch diese beschissene Stadt Dortmund mit dem beschissenen Verkehr. Das Schlimmste habe ich, glaube ich, schon hinter mir. Ich fahre Richtung Havelsbeck, heißt der Ort, glaube ich. Das ist in der Nähe von Münster. Dort gibt es einen Barfußpfad und den schauen wir uns dann mal an. Was das auch immer genau da ist. Ich habe keine Ahnung. Wirklich nicht. Ich habe gestern einfach mal gegoogelt. Und dann habe ich da sowas gesehen und fährst du mal hin. Fast 60 Kilometer für so einen bescheuerten Barfußpfad. Der Mensch braucht ja Ziele. Ich habe für meine Mutter so einen Smartphone-Halter bestellt und der kam gestern an und ich dachte, ich teste den mal. Ja, aber bisher macht er keinen so überzeugenden Eindruck, muss ich ehrlich sagen. Also so bin ich völlig unzufrieden. Ich konnte es jetzt allerdings auch noch nicht mit voller Kraft befestigen, weil ich habe hier noch das Lichtsystem. Das brauche ich ja jetzt natürlich nicht. Das mache ich erstmal ab und ich versuche es nochmal. Aber mit so einem Rennrad ist so eine Handyhalterung natürlich dem kompletten Zerf Straße und so ausgesetzt. Das ist quasi der ultimative Härtetest. Ich habe das Lichtding mal abgemacht, jetzt komme ich hier besser an das Rädchen und versuche nochmal mit voller Kraft das hier anzuziehen. Aber es ist schon ziemlich fest. Okay, da wollen wir jetzt mal hoffen. Letzte Chance. 10 Minuten später. Auch jetzt, wo ich es bombenfest gemacht habe, fängt es langsam an, sich zu verwackeln. Also vertraue ich dem Ding jetzt nicht mein Handy an, das hält das Gewicht eh nicht so auf Dauer. Ich bin jetzt aus dem größten Moloch raus, bin jetzt allerdings, keine Ahnung, 500 Meter in die falsche Richtung gefahren. Ich habe mich jetzt halt navigieren lassen ein Stück, wobei es ist eigentlich die richtige Richtung gewesen, aber wenn ich da weitergefahren wäre, müsste ich irgendwann den Ems-Kanal entlang fahren. Und der Ems-Kanal, der hat halt keinen ausreichend guten Radweg. Deswegen fahre ich jetzt zurück und nehme die B. Meistens gibt es einen straßenbegleitenden Radweg. Nicht immer. Hier in, ich glaube, Selm ist das, habe ich erstmal mein Ernährungsproblem gelöst. Ich bin am Ortsrand von Lüdinghausen. Ich habe jetzt nicht viel gefilmt, weil was soll ich euch denn da die ganze Zeit filmen, was ihr eh schon gesehen habt und tausendmal wieder sehen werdet. Aber gleich irgendwann geht es von bekannten Wegen ab und deswegen werde ich jetzt mal das Navi anschmeißen, damit ich weiß, wo ich lang muss. Jetzt wird es erstmal eine Weile so einen straßenbegleitenden Radweg entlang gehen, was ich ja sehr feier, solange die Qualität des Radweges so ist, wie sie gerade ist. Klar hätte ich noch gerne etwas mehr Abstand zwischen mir und den Autos. Es ist aber nicht so, dass der Abstand hier mich bedrängt. Und ich hätte hier gerne rechts und links ein bisschen Gestrüpp. Allerdings hätte ich auch nicht gerne Wurzelschäden an den Straßen. Da ich nicht so gerne komplett freihändig fahre, sehen wir uns, würde ich sagen, am Barfußpfad wieder. Oh, ich bin da anscheinend. Hinter mir ist so ein Turm. Sieht relativ beeindruckend aus, interessiert mich jetzt aber nicht besonders. Hier ist anscheinend der Start vom Barfußpfad. Das gucke ich mir jetzt mal genauer an. Na, top, kommt der Kopf. Ja. Ein leerer Brunnen mit Stuhl drin. Ja, sollen sie froh sein, dass ich da keinen Stuhl reingepackt habe. Zieh die Schuhe aus, geh barfuß, schließ die Augen. Du siehst den Weg mit den Zehen.
Lass dich von der Natur verwöhnen. Jetzt stellt sich mir die Frage, ob das und das auch Teil des Barfußpfades sind. Ich würde fast wetten, dass ja. Okay, das ist definitiv der Barfußpfad. Ich will jetzt mein Fahrrad da nicht die ganze Zeit stehen lassen, weil das ist wohl doch größer, als ich erwartet hätte. Von da gucke ich mal, dass ich die Schuhe da hinten reinbekomme und nehme das Fahrrad einfach mit. Über so eine Brücke mit ganz viel Brennnessel. Okay, was ich damit soll, weiß ich nicht. Und jetzt kommt so ein ultra krasser Hindernisparcours. Mehrere sogar. Braucht jemand noch einen neuen Router? Das erste Mal runtergefallen? Nein. Weil ich war es ja nicht auf der Kamera drauf. So, das ist dann wohl das erste, wo man durchstarten soll. Aber das sieht ja echt eklig aus. Okay, das ist jetzt bestimmt ein ganz tolles Gefühl, da reinzugehen. Ja. Da sind auch noch so komische Sachen auf dem Grund. Ich will gar nicht so genau wissen, was das ist. Überwiegend. Ja, das ist eine sehr schöne Attraktion, für die es sich auf jeden Fall lohnt. 120 Kilometer mindestens. Also ich habe schon 60 gemacht. Zu fahren. Geben wir dem Ganzen mal 20 Liter neues Wasser. Richtig aufregend. Zum Glück kommt hier erstmal eine Bank, falls man sich wegen der ganzen Aufregung mal setzen muss. Die haben hier wirklich keine Kosten und Mühen gescheut und haben uns da was vorbereitet, und zwar Sand. Ja. Moment, verschwimmen vermutlich. Ja, ist auch sehr schön, hier rüber zu laufen. Na, schauen wir mal. Hier wird es doch ein bisschen schöner. Und hier ist es auch tatsächlich angenehmer zu laufen. Ach, was haben wir denn hier wieder? Nee, da gehe ich jetzt nicht drüber. Das ist für mich eine Sitzbank. Habt ihr das gesehen? Ich bin da einfach drüber gelaufen und ich bin jetzt echt ohne Scherz, also wirklich jetzt, bin ich am Überlegen, ob ich im nächsten Leben nicht einfach Parkourläufer werde. Ich glaube, das wäre was für mich. Ui, 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 das ist Next Level. Ha, das ist schon das ultimative Endgegner-Level. Ja. Oh, die könnten die Abstände auch mal ein bisschen enger beieinander machen können. Oh, aber für mich geht's. Ja. Boah. Ja. Ja, wie beim Militär hier. Die wollen doch nicht, dass ich da drüber laufe. Da breche ich mir doch alle Knochen. Ha! In sowas bin ich ja mittlerweile Vollprofi. Das war auch wieder eine unglaubliche Erfahrung.
da sind wir auch schon am Ende des Barfußpfades. Und falls ihr jetzt sagt, ey, du bist ja gar nicht den kompletten Weg gelaufen. Du bist ja nur den ersten Kilometer gelaufen und dann am Ende noch mal ein ganz kleines Stück von 10 Metern. Da kann ich dann nur sagen, beweis mir das mal. Ich fahre jetzt so grob Richtung Münster, aber so ganz knapp an Münster vorbei, Münster-Albachten und dann Münster-Hiltrup. Dort fülle ich da neues Wasser auf und fahre die B54 nach Hause, die man natürlich schon kennt. Jetzt gerade bin ich an der, ich glaube, B235. Hier bin ich auch schon gerade hingefahren, von Senden aus. Jetzt fahre ich wieder zurück, aber nicht bis nach Senden. Ich biege in ein paar Kilometer links ab. Scheiße, ey, hier komme ich nie wieder raus. Ich habe hier so Bahnschienen gefunden. Die Bahnschienen, die gehen so grob Richtung Münster. Das heißt, wenn ich an diesen Bahnschienen bleibe, dürfte ich irgendwann wieder auf Hauptstraßen kommen. Diese Brücke ist ein ausgeschilderter Radweg. Man darf aber nicht mit dem Fahrrad hierher fahren. Ist kein Scherz. Ja. So ein Bullshit ignoriere ich ja aus Prinzip. Also ich will gar nicht so genau wissen, wie viel extra Kilometer mich jetzt Münster gekostet hat. Da stand Münster-Hiltrup, 3,8 Kilometer. Ich habe mich auch penibel an den Radweg gehalten. Ja, und irgendwann nach so circa geschätzt 3 Kilometern kam dann Schild Münster-Hiltrup 4 Kilometer. Und ich war auch schon wieder völlig verkehrt. Ja, naja, jetzt halte ich mich an den Kanal. Hör weder aufs Navi noch auf irgendwelche Schilder und dann komme ich schon da an. Also ich weiß noch nicht wie, aber irgendwo komme ich hier durch. So, geschafft. Können ja nicht einfach dicht machen, wenn ich hier entlang fahren möchte, also ehrlich. Es tut doch immer gut, sich einmal mit kühlem Wasser satt trinken zu können, die Wasserflaschen wieder voll zu haben und sich einmal so grob oder vielleicht auch gar nicht ganz so grob mit frischem Wasser zu waschen. Und man weiß, man fährt jetzt direkt nach Hause, was immer noch ein Stück ist, also circa 60 Kilometer. Ich bin jetzt bei Kilometer 96. Fast 97, eher 97. Dann wäre ich mal zum Aldi weitergefahren. Ich bin jetzt auf der B54. Die kennt man aus meinen Videos ja auch schon. Und wird sie in Zukunft auch noch viel öfter kennenlernen, weil ist halt einer der besten Wege, wenn nicht der beste Weg raus aus Dortmund, auf jeden Fall Richtung Norden. Meinen Wünschen entsprechend war das Angebot bei Komm und Kauf in Rinkerode ein bisschen dürftig. Deswegen, eine Kleinigkeit musste ich essen, aber deswegen werde ich gleich auch noch mal im Aldi anhalten. Jetzt wurde ich tatsächlich überholt. Aber nee, der ist jetzt gerade fitter als ich. Den kriege ich nicht eingeholt, wenn er nicht irgendwie Pause macht. Oder ich mich völlig überanstrenge. Aber das ist es mir jetzt nicht wert. Immerhin konnte ich mich gerade im Aldi mit all den Nährstoffen versorgen, die ich für die Heimfahrt brauche. Thank you.
Jetzt gleich 118 Kilometer. Das heißt im Endeffekt, plus die 1-2 Kilometer, die ich nicht mitgemessen habe, bin ich jetzt so weit oder sogar ein bisschen weiter, als ich gestern gefahren bin. Und das war es ja noch nicht. Heute habe ich ja noch ein ganzes Stück zu fahren. Und ich denke, am Ende des Tages werde ich so bei 150 circa sein. Wahrscheinlich sogar ein bisschen drüber. Und das auf zwei aufeinanderfolgenden Tagen. Ja, nicht schlecht. Da purzeln die Kilos, hoffe ich doch. Und jetzt noch nach Dortmund rein, beziehungsweise Lünen 4 Kilometer, dann Dortmund. Überschaubar. Und ich bin zu Hause, wo eigentlich keiner sein möchte. 152, 153 Kilometer gemacht. Schönes Wetter gehabt. Ich habe aber schon wieder riesen Durst. Ich freue mich gleich auf was Kaltes zu trinken. Oh Gott, ich habe vergessen, mir Wasser kalt zu stellen. Egal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.